Ja, dann ging es ja am nächsten Morgen weiter. Vom Campingplatz Richtung Geiranger. Aber das haben wir noch nicht ganz geschafft. Führt über eine schöne Panoramastraße. Ich werde sie noch mal nachreichen, wie die Zahl, die Nummer der Straße ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf alle Fälle sehr sehenswerte Landschaften unterwegs, wunderbar. Und dadurch natürlich hier anhalten, da anhalten, gucken, fotografieren, filmen. Haben wir es, wie gesagt, noch zum Trollstiegen, da hoch, hinten wieder runter. Dann kommt man an den Ausläufer des Geiranger Fjords, da mit der Fähre rüber. Ich glaube, Eidesdal oder so hieß das, glaube ich. Gut, und da haben wir uns dann einen Campingplatz gesucht, so nach ungefähr 30, 40 Kilometer. Und da soll es dann nächsten Morgen weitergehen. Aber okay, und das war schon landschaftlich eine wunderbare Tour. Kann ich also auch nur empfehlen, da lang zu fahren und in Ruhe sich alles anzugucken. Wir hatten natürlich noch so ein Wetter, kann man nicht meckern, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen und dann kommt einfach mal mit. Los geht's. Ich bin's, Michael von Autoaktiv. Jetzt geht's gleich weiter. Wir haben hier an der E6 übernachtet. Hey, kommt ein Krachmacher. Ach, der Wir haben uns hier an dem Campingplatz so eine kleine Hütte gemietet. Hier in Norwegen heißen sie Hütter. Aus Schweden, wo wir gerade herkommen, heißen sie Stuga. Okay, aber das ist eigentlich keine schlechte Sache. Man fährt von Tag zu Tag, mietet sich so eine kleine Hütte. Die hat jetzt gekostet 390 norwegische Kronen. Das sind so 40 Euro für zwei Mann, kein Problem. Ist so ein Doppelbett drin, reicht völlig aus. Eine kleine Ecke zum Sitzen, zum Frühstücken und. Und es gibt Besteck und ein Herd und alles, was man so braucht. Eine kleine Terrasse. Gut, und so ähnlich sehen sie eigentlich alle aus. Gut, ja, und jetzt geht's gleich weiter. Wir fahren jetzt so die touristischen Geschichten an. Geiranger, soll ich sagen, da wo sie alle sich treffen. Aber wenn man in der Gegend ist, müssen wir halt dahin, hilft ja nichts. Okay, dann kommt mal mit, wir fahren mal. Und dann sehen wir, wo wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ciao. Genau, jetzt sind wir gleich in Oppdal. Da könnte man jetzt, wenn man zum Geiranger will, geradeaus fahren. Dann müsste man Geiranger hin und wieder zurück die Strecke gehen. Das wollen wir nicht. Wir biegen jetzt gleich hier rechts ab und fahren dadurch einen kleinen Umweg so von 200 Kilometern um die Inselchen rum. Aber man sieht mehr, wahrscheinlich nicht so viel los. Und wir brauchen die andere Strecke eigentlich doppelt zu fahren. Und wir hoffen, es wird schön werden. Da müssen wir zum Hören. Ja, okay. Machen wir mal. Da steht Troll, guck. Ja. Die Fußgängerüberwege immer ein wenig erhöht. Das sind nochmal nette Aussichten. Angeblich der höchste Wasserfall Europas. 860 Meter hoch. Okay, dann sind wir ja in Oppdal ein bisschen quer in die Walachei reingefahren und sind dann
bis zum Trollstigen gekommen. Da war dann unser nächster Stopp. Naja, unterwegs haben wir auch öfters mal Halt gemacht, haben uns da die schönsten Sachen angeguckt und da gab es genug von. Okay, aber die Tour bis zum Trollstigen, die zeige ich euch dann mal. Und bleibt dran und schaut es euch an. Kommt mit, los geht's. Da hier können wir schon mal langfahren. Wir sind jetzt in Sundal und fahren jetzt nach Heidsweck, 35 Kilometer. Da wechselt die Straße schon mal wieder. Erstmal hier sind wir auf die 62, ja. Und dann halt vor diesem Nesset auf die 660. Mhm. Der folgt mir erstmal eine ganze Weile. Okay. Genau. Ja. Man kommt es hier vor wie in Italien, nicht wie in Norwegen. Wir machen gerade ein kleines Kaffeepäuschen, da wird der Kaffee zubereitet. Ist doch super, oder? Ist doch geil, ey. Da hinten sind sie am Fischen scheinbar. So glatt hier, ne? Ja, super. Da. Musst du noch mal anhalten, noch mal Foto und filmen, hilft ja nichts. Super geiles Wetter. Die See liegt hier platt vor uns. Fantastisch. Ja, Freunde, das sind doch mal Anblicke, Ausblicke oder wie ihr es nennen wollt. Super, oder? Wirklich schön. Ja. Das Wasser ist so glatt, ey. Sieht ja aus wie ein See, ist aber die Nordsee. Das sieht hier höher aus, als es ist, 500 Meter über normal. Ne? Im Grunde genommen kannst du an jeder Ecke anhalten und filmen, fotografieren und.
Das ist einfach gut. Einfach gut hier. So, jetzt fahren wir eine kleine Schleife und dann geht auf der anderen Seite wieder zurück. Ein Stück wenigstens. Grad. Das ist schon hier. So eine tolle Show. Demnächst rechts abbiegen und der 63 folgen. So, wir sind auf so einer touristischen Route gelandet, die von den Norwegern immer ausgeschildert werden, an denen die aber auch immer ein paar schöne Aussichtspunkte entlang der Strecke mit Architektur und mit irgendwelchen Sachen auch so verändert haben, dass es auch interessant ist, aber man auch immer was sehen kann. Das hier ist jetzt mal der Trollstigen Richtung Geirein. Lass uns mal überraschen, was da das Tourismusbüro uns zu bieten hat. Okay, dann viel Spaß, kommt mal mit. Wenn was kommt, melden wir uns. Ja, wir finden uns hier so am Trollstigen Pfoten. Ja, hier geht's ordentlich aufwärts. Guck. Ja. Da machen wir das mal da. Weil da sieht man schon mal ganz gut, ne? Ja. Ja, muss ich auch wieder einmal. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da hochkommen, irgendwie. Ich glaube, das schafft. Ah, das ist geil. Komm, fahr mit deinem komischen Auto da. Schöne Fahrerei, macht Spaß. Da wurden wir eben noch gestanden. Wir sind doch mal da, Plätze zu kriegen jetzt. Ist ja jetzt gleich, nächste Kurve. Was kriegen? Den Platz kriegen. Ach so, ja. Wenn dann mal hier von hier ein Foto. Alle Fotos machen, steht quer und breit. Vielleicht fährt ja mal einer weg, aber ich glaube nicht. Könnte man sich ja zustellen, oder? Ist jetzt noch nicht drin, ich soll rausspringen dann. Ganz schnell geht er. Also wenn ich schnell kann, weiß ich nicht. Bisschen dunkel. Das ist doch, glaube ich, der Grundweg, ne? Könnte sein, ja.
halt, ne? Also auch eine Aussichtsplattform. Das Glück hinter uns. Wir machen gerade noch frei. Ich würde da in der Kurve warten, genau. Dankeschön. So, die Frage, kommt einer oder kommt keiner? Sieht man so vielleicht, ne? Nichts. Eigentlich müssen wir halt von oben gucken, würde ich sagen. Ja, gut, ich kann es jetzt auch nicht. Cool. Wir fahren sogar Busse runter, oder was? Oh, super. Du hast schon gesehen, der Bus. Ja. Ja gut, als wir in Frankreich waren in der Klasse, das war auch ähnlich, sehr gut mit dem Bus runtergefahren. Das war auch abenteuerlich. Geile Strecke auch, schön. Macht den Autofahren auch Spaß, da ist das Ding, ne? Da musst du noch runterklettern. Ja. Zu Fuß können wir natürlich auch machen. Und der läuft auch immer. Ja. Ist doch. Hä? Egal. So genau richtig hier. Ja. Wir gucken, ne? Da wird bestimmt was los sein, glaube ich. Ja. Da ist die für Anfänger her. Na ja, gut, am Wasserfall gleich. Also, ihr habt ja noch Plätze frei, ist am Parkplatz. Parkplatz, ne? Ja. Ja, die haben sich immer was gebaut, ne? Da war noch. Als ich das letzte Mal einen Bericht über die ganzen Sachen gesehen habe, war noch gar nicht fertig. Da war sie am Bauen erst. Ja, Brikturi ist logisch. Ja. National Tourist Vega, ja. Das war ein Touri-Ding hier, aber muss man gesehen haben. Da läuft die Lage. So, den Trollstegen haben wir hinter uns gebracht. Sehr schön mit der Aussichtsplattform.
wunderbare Aussichten. Und das Wetter passt ja heute wieder. Oder beziehungsweise passt. Wunderbar. Okay, aber jetzt geht's weiter. Wir wollen ja morgen dann zum Geiranger. Und bis dahin haben wir noch so ein Stückchen vor uns und wollen noch mal kurz mit dem Auto runter an den Ausläufer des Geiranger. Da geht eine Fähre rüber. Von da aus nicht mehr weit, aber wir haben dann unterwegs noch mal einen Campingplatz geplant. Und ja gut, den Weg bis dahin, den zeige ich euch jetzt mal. Dann kommt mal mit. Auf geht's. Kann man haben. Beruhigt die Seele. Morgen gibt es auch noch mal so einen Tag hier. Freunde, falls ihr mich hört, es geht mal mit der Fähre über den Fjord bei Eidsdal. Tag ist gelaufen, angekommen auf dem Campingplatz zwischen Trollstigen und Geiranger. Haben uns die touristischen Geschichten alle angeguckt, die Pflicht sind, auch wenn der Betrieb ist, dort nicht so schön ist. Aber immer hier ist, muss man halt sehen. So, morgen geht es weiter über Geiranger. Dann wollen wir gucken, dass wir irgendwie ankommen. Ja, wie hieß der? Rondane, ne? Im Rondane Nationalpark. Da wollen wir dann am Donnerstag mal eine kleine Tour unternehmen nochmal. Und ja, mal sehen, wie es wird. So, und für heute Abend haben wir uns hier schon mal wieder mal eine Hütte gemietet. Das erste Bier steht auf dem Tisch. Und gleich gibt es was zu essen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, Freunde, wir sehen uns. Bleibt weiter dran. Wir kochen mal wieder aus Tüten. Es gibt, und ich gehe mal gleich raus, sieht man es besser, Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Praktisch an der Geschichte ist, man muss nicht spülen, Wasser drauf, zumachen, also umrühren, zumachen, gewünschte Zeit ruhen lassen, ein Stück weiter abreißen und mit dem Löffel essen. Perfekt. Man hat keine Spülvorgänge, nichts. Ja, der Tag heute war eigentlich gar nicht so schlecht. Hatten nicht so weit zu fahren, aber super Ecke, die wir gefahren sind. Von Obdal hinten. Quer durch. Sehr schön, also wunderbar. Muss man schon sagen.
Kann ich nur empfehlen. Ach, der Kollege wickelt da sein Gras ein. Hört sich ein bisschen komisch an, aber der Kollege macht ja noch Heu. Na gut, das Wasser kocht gleich. Dann kommt es drauf und dann wird gegessen. Lecker Kartoffeln mit Röstzwiebeln. Okay, man sieht sich. Und strubbelig ein bisschen, gell? Aber das wird. Kamm hilft und ab und zu mal der Friseur. Ja Leute, das sieht doch gut aus da oben, oder? Schöner roter Streifen von der Sonne.